Tja, da lässt sich nichts machen, ne? Fürs Zerstören von Holzschalten kriege ich auch noch Geld. Cool, Mann. Wieder so eine Kräuterhexengeschichte. Ups, runter. 4 von 6. 4 von 6. Naja, okay. Also. Also. Schrofer, der Troll, hat früher hier gewohnt, bis er Scheiße gebaut hat. Graf Dracula. Na, ja, okay. Is it just for fun? Dann gehen wir jetzt mal hier rauf. Und schauen uns um in diesem Haus. Oh, hallo. Ich bin auf der Suche nach dem verlorenen Kristall meiner Oma. Sie hat ihn vor ihrem Tod versteckt. Jetzt kann ich ihn nicht finden. Wenn ich nur auf den Friedhof gehen, dann letztes Mal mit ihr sprechen könnte. Dann tust du. Naja. Ein fensterloses, dunkles Haus. Das hält doch keiner aus. Ja, ich geh mal. Ja. So, Magic Mushrooms. So. Ich grase alles ab. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich möchte keinen Graf Draculas. Fahrt Alucard auf rückwärts. Fürs Töten von Fledermäusen Geld bekommen ist auch eine geile Sache. Was hier? Upsala. Ich will mich damit nicht unnötig aufhalten, deswegen sparen wir uns den Schmo. So. Oh. Ich bin der falsche Tastendrücker. Ja, okay. Aber hier rechts geht ich auch noch weiter.
Dann gehen wir mal. Ja, Gras geht schon weiter, aber hier ist kein Durchgang, kein Durchgang. So. Das ist also der legendäre Friedhof, von dem alle sprachen. Naja. Oder auch nicht. Die Eule. Die schlafende Eule mit der Beule. Ah, ich muss hier jetzt ordnen, dann dieses komische Lied da. Ja. Warte, muss ich mal kurz. Muss ich mal kurz mal was reinglotzen. Also links, links, rechts, links. Wacht die Olli jetzt davon auf? Ah, doch, die wacht auf. Was für ein Traum. Ich muss eingenickt sein, während ich auf das Mädchen wartete, das den Wunsch geäußert hatte. Welchen Wunsch? Oh, da bist du ja. Hattest du mich geweckt? Gut. Ich hätte noch ein Jahrzehnt schlafen können. Psst, hey, Schwesterherz, erinnert er dich nicht an euch? Auch an jemanden? Nö. Ja, an dich. Die Nachteule. Junge Heldin, dein Wunsch hat großes Ungemach über unsere Welt gebracht. Aber sorge dich nicht. Vielleicht kann dem Minotaurenkönig dank dir endgültig ein Ende gesetzt werden. Weißt du, ich war dabei, als alles begann, als der Minotaurenkönig ein Prinz des Blütenkönigreichs war. Ich war damals ein viel jüngerer Kauz, ein sehr komischer auch, doch bereits weise genug, um als Königin Camellias Berater zu dienen. Sie war liebenswürdig und selbstlos. Das Königreich verehrte sie, doch das heizte die Missgunst ihres Prinzenbruders umso mehr an. Mit einem bösen Zauberer, der ihm Ruhm versprach, vereinte der neidische Prinz die Machterlangung. Als er an die Macht kam, veränderte sich das Äußere des Prinzen so, dass es ein Sinnbild seines Starrsinns und seines Zorns war. Er stellte eine große Armee auf, die sich wie die Dunkelheit über das Land ausbreitete. Als schon alle Hoffnung verloren schien, schloss sich ein unerwartetes Bündnis zusammen, um gegen ihn anzukämpfen. Diese Armee aus Elfen
Menschen und Trollen konnte die Streitkräfte des Minotaurenkönigs überraschen und so den Sieg davontragen. Der besiegte Minotaurenkönig zog sich in ein geheimnisvolles Labyrinth aus uralten Zeiten zurück. Es wurde ein Schlüssel hergestellt und in Stücke zerbrochen, damit niemand je hinein oder hinaus gelangen konnte. Dort hatte er aus und wartete auf ein Geschwisterpaar, wo ein Geschwisterteil seinen Wunsch wiederholen würde, das andere Geschwisterteil nie wieder erblicken zu müssen. Dir fehlt nur noch ein Schlüsselfragment, Wunschaussprecherin. Suche die große Villa in dieser Gegend. Oh, und nimm diese kampferprobte Waffe von Helden alter Zeiten mit. Ein Bumerang, yeah. Viel Glück bei deiner Suche. Ich bin eine Eule ohne Beule. Sei bei deiner Mission auf der Hut. Ja. Ja. Machen wir nicht, ne? Ja, dann können wir es weiter gehen. So, dann gehen wir jetzt mal hier. Ich muss nach hier. So, dann gehen wir also mal und suchen uns einen Durchgang nach rechts. Oh, mit einer Gitarre angreifen ist nicht so gut. Man kann sich zwar an den Kopf, man kann zwar mit einem Korpus der Gitarre wie mit einem Baseballschläger zuballern, aber naja, ich weiß nicht. Eine Gitarre als Waffe. Der Affe mit der Waffe. Naja. So. Dann haben wir wieder eine neue Plattform. Und hier können wir auch. Naja, okay. Was das so ist. Du blöder Geist. Oh, was ist das? Shit. Was an dem Bumerang so kampferprobt sein soll. Das weiß ich auch nicht. Werde ich aber nur früh genug erfahren, denke ich mal. Ihr komischen Pilze. Jetzt seid auch mal still. Wie komme ich denn eigentlich durch diese blöden Villa?
Also rein. Das ist ja die Frage. Die Geister können mir im Arsch lecken. Upsala. Da bin ich selbst dran schuld. Damit ist nicht zu scherzen. Ich weiß. Muss man den hier umlegen. Ich Doofkopf. Ein Herzchen hier, ein Herzchen da. Lili, gibt's immer mein Herzchen. Sieht immer so aus. Was könnte man da so durch? Noch einmal mit einer Bombe. Die Stimmung ist ja auch echt Bombe. Aua. Ich bin noch ein Lebender. Ich bin keiner von euch. Dann will es auch nicht sein. Schwert. Und ich drücke immer ständig die falsche Taste. So. Ich lehre euch das Fürchten. Die Geister. Uhuhu. Herzchen kann ich nicht mehr gebrauchen. Du bist auch so ein tolles Herzchen. Mein Liebster. Entschuldigung. Hier sieht es nur noch was aus. Wie ist eine Geldhöhle? Money for nothing, ne? Money for nothing. Naja, werde ich mit Geld zugeschissen. So, dann gehe ich wieder heimwärts. So. Wow, nein! Mann, nein! Mann. Ihr blöden Kackgeister. Stirbt einfach. Geist. Stirbt einfach. So. Aber wir haben es fast geschafft. Da ist dieses Entweder-Oder-Prinzip leider. Als Lenny sich der Villa näherte, hörte sie, wie es lauter wurde. Was wurde lauter, Opa? Du! Entsetzliches Heulen, schreckliches Stöhnen und schauerliches Kreischen. Ihr glaubt, die bedrohliche knarrende Villa sei angsteinflößend? Wartet nur, bis ihr die Monster seht, die daran gefangen sind. Klopf, klopf, klopf. Nein, Lilly, nicht klopfen. Doch, mach ich.
Da wird die Tür offen, Opa. Du natürlich. Was meint ihr denn damit, Kinder? Das Klopfen kam gar nicht von Lilly, sondern von mir. Ho, 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 ich alter Schatzbold. Es kam aus dem Haus. Ich bin auch alt. Mein Gottchen. So, also, sagt der Herr Geist, dass du, dann möchte sterben. Ach, ganz gut. Erst sterben, dann erben. Ah, hier sind wir also. So, also, das hier ist also die Geistervilla. Aber wie viel habe ich denn eigentlich von... Ich will es nochmal kurz wissen, mal sehen. Ich habe im Prinzip alles hier rechts oben, also nordöstlich dieser Welt, aufgedeckt. Also naja, bis auf die Wüste dann noch ganz links. Links unten, da sind noch, da ist noch so ein Rand frei. Aber das könnte ich in der nächsten Aufnahme machen. Aber erstmal möchte ich mich um den Dungeon kümmern. So, das wollte ich einfach nur mal wissen. So. Wir Sensemann. Die Vater tot. Ja? Der Grim Reaper. Geister sind eh schon tot. Da kannst du nichts machen. Ist halt so. Was muss ich denn machen? Aua. Ach so. Ich glaube, da kommst du ohne Lampe nicht weit. Tja, was muss ich denn machen? Die Statuen, ach, die muss ich, glaube ich, noch. Ah. Oh Gott. Immer diese Fliegen heutzutage. Diese Viecher, wie ich sie hasse. Statuen hier verschieben. Und schau mal, wie viel Zeit ist eigentlich schon vergangen, seit ich die Aufnahme gestartet habe. Hui. Ach, weißt du... 3,5 Stunden. 3 Stunden und 28 Minuten. Ach, eine halbe Stunde kann ich ja noch aufnehmen. Ja. So. Ein bisschen Memory, ja, und so. Ja. So. Habe ich einen Schlüssel für die Schüssel?
Ja. Ach, weißt du was? Also eine halbe Stunde für diese Folge hier. Naja, eine halbe Stunde, denke ich mal, nehme ich auch auf und dann ist die Aufnahme vollständig im Kasten. Denke ich mal, wird es auch gewesen sein. Ihr Vater tot. Du kannst mir im Ohr schlecken. So. So. Haben wir hier. So. Judah, stirb endlich, ihr Geist. Wen du da hier bescheißt. Das kann noch herausfordernd werden. Immer diese verfluchten Sofas. Ein Fall für Galileo Mystery und Nukes Top 5. Nö, so. Was haben wir hier? Stirbt denn irgendwann mal? Naja, endlich immer tot. Der hält aber echt was aus. Dieses Schwergewicht im Boxen. Ich probier's mal. Muss ich jetzt rechts oder links starten? Ah, nee, ich habe eine Idee. Warte mal hier. Ah, ich verstehe. Da, da, da. Da muss ich hier nämlich dagegen laufen. Zack, zack. So, das, ja, deswegen habe ich gerade überlegt, wie muss ich angelatschen? Um hier rüber zu kommen, zu können. Ich bin die geballte Power meiner Items gefragt. Also ich muss ein bisschen konzentrieren. So. So wird das also ganz rechts geöffnet. Sesam, öffne dich oder so ähnlich. So wie die Sesamstraße. Sesambrötchen und so. Ah, das mit diesen Sofas. Den entsprechenden Weltraumsofas.
Naja. Wow. Ist nicht mehr ganz so einfach, ne? Wir immer fordern und fordern damit in Dungeons. So. Also ich spiele noch ein bisschen ein paar Minuten plus noch 4 Minuten wegen Klopause. 4, 5 Minuten.